So, und damit. Ach, ich musste gerade den Kopfhörer aufsetzen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, ich nehme jetzt wieder viel Final Fantasy X auf. Meine Fresse. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen umändern, dass ich wirklich ein Projekt mache und das mache ich dann. Das ziehe ich dann bis zum Schluss durch und dann. Die anderen Projekte sind quasi dann bloß so nebenbei. Und dann muss ich mal gucken. Ich werde das so handhaben, wie ich das. Mal sehen, ich guck mal. So, auf jeden Fall machen wir weiter. Erst einmal machen wir die Truhe hier auf. Nein, ich will nicht mit Lulu sprechen. Riding a shoe puff isn't that much fun. Wahrscheinlich wie Busfahren. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? Übrigens habe ich noch einen Kaffee mit dabei jetzt. Doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Okay. Let the driver know when you're ready. Ja. Ach so, warte mal. Ansehen, warte mal. Ich kann bei dir wieder kaufen, aber ihr habt alle nur denselben Scheiß. Meine, was hast du vielleicht eine andere Ausrüstung? Verkauft endlich mal ein bisschen High Potion, dann wäre ich glücklicher. Wissensdurst. Durchschauen, naja gut. Hitzeschlag. Das kaufen wir jetzt noch, wir rüsten es aber nicht aus. Nein, na. Na. Wollen wir nicht Mondfinsternis? Blindschlag. Kann man eigentlich gut gebrauchen. Auch mal mit, man weiß ja nie, was braucht, war. Jetzt bin ich aber wieder pleite, das ist das Problem. So, ich würde sagen, fackeln nicht lange, wir reiten auf dem Schnu. Wenn es denn funktioniert. Oh, hast du was zu sagen? Vor 10 Jahren. Ah, a history lesson. Jack saw his first shoe puff here. Surprised, he drew his blade and struck it. Why? He was drunk. Thought it was a fiend. Oh, brother. Oh, we offered all the money we had as an apology. Jekt never drank again. But it would seem that shoe puff still works here. Ja, warum nicht? Passt doch. Hallo. Kaufen? Oh, alle wollen ja was verkaufen. Was verkaufst du denn so Schönes? Ja gut, okay, lassen wir mal. Wir sind so weit, es geht pleite. Ich möchte gerne mit dem Stuhl reiten. Ach, nein, ich will doch nur bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Los geht's. Jungs, Mädels, aufsteigen. Ich glaube, das, was ich letztes Mal erwähnt habe, dass mit unserem fehlenden Charakter, der uns noch im Team fehlt, der wird wahrscheinlich, der wird, glaube ich, nach der ganzen Dings hier zustoßen. Wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Ich versuche gerade so ein bisschen so spoilerfrei zu sagen, aber ich meine, ich habe ja schon gespoilert, dass quasi noch ein Teammitglied dazukommt, aber ich meine, was willst du da groß noch spoilern? Jeder hat das Spiel schon dreimal vor mir durchgespielt, das ist also von daher. Take a look. What? Whoa. Was denn? A sunken city. A Machina city, a thousand years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right. It's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah?
Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. Hmm? I'm not so sure about that. Yevon has taught us, when humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Irgendwie schon. Das stimmt schon. Deswegen gibt's ja auch Gesetze. Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up. What could that be? Wenn du das nicht mal mitkriegst, was hier, dass hier was passiert, wenn du hier auf deinem Stuch reitest hier, dann okay. Oh, die Orbits haben Yuna entführt. Schnell! Wir müssen reagieren. Tidus! Magawa! Kimari! Komm sofort her! Oh ne, das müssen wir glaube ich alleine machen. Genau, das müssen wir alleine machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieder eine Machina. Machina oder Mach. Maschina. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Alter Schwede. Yuna! Wir holen dich da raus. Ich hol dich da raus. Elektrizität. Wie ging es doch gleich in dem Lied von Ade Tawil und Asad? Ich glaube, ich war das. Ich hol dich da raus, ich glaube an dich, so wie du an mich glaubst. Ich hol dich da raus, du kannst immer auf mich zählen. So, erstmal. Wir verlangsamen. Können wir mehr anwählen? Ne, ist bloß der eine. Wir verlangsamen ihn erstmal, wenn es funktioniert. So, Wacker. Kannst du ihn. Blind machen. Ne, kann er nicht. Okay. Acker-Shooter. Voll hat 4000 hat er. Okay. Kannst du ihn stumm machen? Glaube ich aber da auch nicht, aber. Ne, dann denke ich mal, wird Schlaf auch nichts bringen. Was? Bereit für den Minenangriff. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wacker, hast du irgendwas? Na, Abilities. Bringt mir nicht viel. Mal lieber was mal anfeuern. Oh oh. Jetzt kommen die Minen.
Au. Ich würde sagen. So, mal. Das nutzen wir jetzt erstmal. Wir machen erstmal Hast. Ich versuche mal Hast auf beide zu legen. Hast auf beide zu legen. Auf Wack und auf Tidus, genau. Während. Dings hier. Mal so ein bisschen mit der Heilung sich befasst. Wacker. Detonator. Autsch. Ah. So, Tidus, erstmal nochmal dran, ne? Hast. Auf ihn noch. Dann ist es schon mal positiv. Dann tut Wacker noch mal ein ordentliches Item hier raushauen. Scheiße. Das geht nur auf einen. Na gut, dann machst du folgendes. Das machst du auf Tidus erstmal den hier. Das Elixier. Ach komm, Wacker. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Er nimmt Schaden und taucht unter. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie sieht's aus? Oh, wir haben ihn gleich. Wenn ich es richtig rechne, können wir das locker schaffen. Yes! Nun kriegt natürlich keine Punkte. Sie war zwar irgendwie aktiv am, sie war zwar irgendwie am Kampf dabei, aber nicht aktiv dabei. Doppelschwert habe ich jetzt auch jetzt gekriegt. Oh, meine Fresse. Are you hurt? No, I'm fine. Oh. Ah. Those outbed. Is everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Yuna. Super full speed ahead. Du kriegst auch gar nichts mit auf deinem Sitz da vorne. Es steht schon den ganzen Tag so davor. Und guckt geradeaus und wartet. Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait. They're mad they lost the tournament. Ja, ich glaube nicht, dass es an dem verlorenen Spiel liegt. Das macht da genauso wenig Sinn. Da kann ja niemand was dafür, da können wir ja nichts dafür. About summoners disappearing. So the outbed are behind that. Those sandblasted grease monkeys. Sie wollen die wahrscheinlich dieses sinnlose Sterben verhindern. Ist doch jetzt egal. Genau. We'll protect Yuna from anyone anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. Stimmt schon. You're right. Endlich hat er mal was Richtiges gesagt. Warum hat sie das nicht genau gesagt? Ganz genau laut gesagt, danke, sondern nur, also in Klammern danke, also quasi so in Gedanken. Danke. Na gut, mir tut sie gerne. Wir wollen ja nicht über das Spiel meckern. Was sagt die Zeit? 14 Minuten, wir haben noch dicke genug Zeit. Wir haben noch genug Zeit, Jungs und Mädels. Ja, wie gesagt, ich denke mal, die wollen dieses sinnlose Sterben verhindern, denke ich mal. Weil durch die Medien, die sterben ja durch ihre Tätigkeit.
sie besiegen zwar Sinn für eine kurze Zeit. Dann ist er eine Weile, eine kurze Zeit weg. Deswegen gibt es ja diese stille Zeit und wie die heißt. Aber sie kommen ja danach wieder. Sinn kommt danach wieder, aber das Medium kommt ja nicht wieder. Deswegen ist der Braska auch nicht mehr da. Und deswegen ist Sinn immer noch da. Der Braska hat damals Sinn besiegt. Aber der ist jetzt wieder da, Sinn. Weil er nun, ich glaube, in einem Jahr oder so ähnlich ist der bloß weg und dann kommt er wieder. Irgend sowas. Hast du irgendwas zu sagen? Kimari Vale is guardian on Shupov. Kimari never fail again. Genau, okay. Na gut, Kimari, du konntest ja nichts dafür. Wir waren alle irgendwie abgelenkt. Jetzt ja. Oh, oh! Wir wurden überfallen. Oh. Might be more out bed. Keep watch, ja? Ja, das wissen wir. Looks like we're stuck here for a while. Das stimmt, wir sitzen hier fest. Wir sind doch gerade mit dem Stuhl gefahren. Das ist halt die Frage. Gucken wir mal, ob wir irgendwas. Hier hin. Da ist Wacker. Quatsch, Wacker, sag ich. Dings hier, wie heißt der Orin? Guard Yuna. Verliere Yuna nicht aus den Augen. Die anderen sind auch noch da. Du bist ein. Oh. Ach, euch gibt's ja auch noch, stimmt ja. Ihr mit den langen Armen und den Krallen. Ja? Nee, die Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Der große Erbe des Vaters und zudem vom Volk geliebt. Geradezu perfekt. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache im Abysum mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Ach, oder das ist eine Truhe, warte mal. Halt! Zurück! Tidus! Zurück! Das da. Äther erhalten. Ah ja. Also, wollen wir mal gucken. Gibt's hier noch irgendwas? Da hinten ist eine Truhe. Da kommen wir aber anderweitig ran. Oh! Die Übersetzung ist auch manchmal recht schlecht. Oh. Genau, zieh das lieber aus, damit wir nicht gleich sehen, dass du in Orbit bist. Gerade jetzt. Friend of yours. You can nun ja. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu. I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. Albed! Halt Klappe! Wow, so you like all your life. What luck meeting here, yeah? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh?
What? There's something we need to discuss. Genau. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Genau. Waka! Komm mal her, Waka. Hier. Geh mal weg hier. Oder halt dich mal ein bisschen mit Tius. Sir Oren, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Ja, das merkt man, sie sieht doch nicht wirklich aus wie ein Orbit. Die Orbits haben ja, die haben ja irgendeinen Anzug an mit so einer Maske oder so rum und so weiter. Das hat sie ja eben nicht, das hat sie alles schon ausgezogen, bevor Waka gekommen ist, deswegen. Und übrigens habe ich es gerade noch angesprochen gehabt, von nicht allzu langer Zeit und prompt. Wen haben wir da? Da ist sie. Autsch. Autsch. Was sagt uns das? Wir haben dringend was zu tun. Das gebe ich ihr jetzt gleich mal, weil sie hat sowieso so wenig. Ach, jetzt benutze ich auch gleich das Ding hier, genau. So, bumm. Boom, wir haben genug davon. Das ist halt nur die Frage. Nee, das übrigt sich, wo es lang geht. So, mein Fräulein. Wird Zeit, dass wir ein bisschen an dir arbeiten gleich mal. Aber wenn ich mich so ansehe, haben wir einiges zu tun. Ja, erstmal ins Menü zurück, so. Ich würde ja sagen, wir meiden erstmal die Nutzung von ihr. Aber das Problem ist, wenn wir sie nicht nutzen, wird sie nicht stärker. Also müssen wir mal gucken. Es ist halt die Frage, was eignet sich ganz gut. Was kann sie? Müssen wir mal gucken, was sie alles kann. Müssen wir mal so sagen. So, ansonsten hast du vielleicht jetzt endlich mal irgendwas. Meine Fresse, verkauf doch endlich mal High Potion. Meine Fresse. Ich glaube, ihr braucht euch nicht weiter rumzugucken. Hier wird sowieso keiner weiter irgendwas verkaufen. Egal, lass uns weitermachen. Nimm sie erstmal nicht rein, wir gucken erstmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal was probieren. Ne? Achso, jetzt wird sie erstmal erklärt. Eine Schatztruhe. Schatztruhe im Kampf lassen sich mit wie viel Klauen im Spezialmenü öffnen.
Wenn alle Monster besiegt sind, können die Schatztruhen nicht mehr geöffnet werden. Zudem werden die Kisten zerstört, wenn man sie angreift. Ach so, jetzt lerne ich jetzt. Ich kann mich eigentlich nie erinnern, dass da so viele Truhen im Kampf vorkommen. Mal gucken. Wir schauen mal. Au. Jetzt kommt bestimmt die Erklärung. Bastelstunde. Mit Rikus Ekstase-Technik basteln können immer zwei Items, die sich im Inventar befinden, zu einem neuen kombiniert werden. Welche Wirkung diese neuen zusammengebastelten Items haben, ist leider nicht bekannt. Zum Test wollen wir einmal zwei Bombenseelen aus der Truhe kombinieren. Ja. Wo habe ich jetzt? Hier. Feuersturm! Wahnsinn. Oh, heftig. What did you just do? That was great. I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Du wirst eine Bereicherung für das Team, das sage ich jetzt schon. Die Frage ist halt nur, kriegt man die Items zusammen? Oder kriegt man immer gut, wenn man die Items kombiniert, kommt da immer was Anständiges bei raus? Das ist halt die Frage. Das ist immer die schwierige Sache. So, wollen wir mal gucken. Ah, da ist eine Truhe. So, gucken wir mal. So, die zwei sind Gegner sind auf jeden Fall für Dings, für Wacker. So, Rico, dann tu mal dein Bestes und klaue. Was ist drinne gewesen? Ah, ja, natürlich, Wacker, natürlich. Shit. Jetzt habe ich die falsche geheilt. Doof. Doof! Doof, Kopf. Rauchbombe. Flächenschaden plus blind. Gucken. Wahnsinn. Ich glaube, da bleibt mir die Spucke weg. Rico, du bist festes Teammitglied. Definitiv. Mega Potion. Sehr schön. So, jetzt. Oh. Ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass Rico mal den Kampf verlässt. Aber erst einmal wird. So mache ich aber richtig. Wacker kümmert sich um die zwei hier. Ach, ich müsste mal Wacker meine Waffe wechseln. Nee, Rigu, das ist glaube ich nicht für dich, sondern das ist einfach für Orin. Du wirst aber trotzdem hoffentlich deine Punkte kriegen. Yuna! Moment mal, sind beide noch da. Aber Wacker ist. Weißt du, Wacker? Vergiss es einfach. Meine Fresse. Trifft gleich beide, so. Meine Fresse. Peng. Gut, liegt vielleicht daran, weil Wacker mit einer Elektroattacke angegriffen hat, sozusagen. Mit dem Elektroball. So, dann wollen wir noch was ändern hier. Ausrüstung.
Vater Morgana kann auch erstmal bleiben. Blindschlag. Das müsste man später probieren. Du, mach erstmal hier. Oh, was sehe ich denn hier? Ach, ist egal. So, mehr habe ich momentan bei nicht bei dir. Nur ich Doppelschwert, nehme ich bei dir mal rein. Nässe, Hitzeschlag, Kälteschlag, Zwillingslanze. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht bei dir. Nehmen wir mal rein, Zwillingslanze. So. Wollen wir weitermachen. Das ist wieder eine Truhe. So, Mir mal gefallen, Rico. Klau mal was. Allheilmittel. Sehr schön. Was hat ein Orwell eigentlich für eine Waffe? Oh ja, Durchschlag. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Yuna hier. Engel. Jumma, da lebt sie wieder. So, Orin, bist du, glaube ich, dran, oder? Du machst wieder dasselbe. Bam. Boah. Bring mich nicht auf die Palme, mein Freund, ja? I'm fine. So, Owen, mach mir mal eine Pause. So. So langsam machst du mich wütend, mein Freund. Warte mal, Rico, mach du mal eine Pause. Ich hab da jemanden, der mal ein bisschen was zu tun hat. So. Yuna, Rico, komm mal wieder rein. Kannst du noch was klauen? Noch ein Allheilmittel. Das hat sie aber getötet, auf gut Deutsch gesagt. So, Kimari, sag mal, was du drauf hast. Oh, das nenne ich mal einen Schaden. So will ich das doch sehen. So, Riku. Such das nochmal. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich denke mal, es wird doch nichts mehr dabei sein. So, es wird Zeit für Yuna, den Kampf zu verlassen. Let's end this.
Ja, das, da bin ich auch für. Da bin ich auch für. Hast du nicht was von Ende gesagt, mein Fräulein? Oder warte mal. Warte mal kurz. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat. So langsam aus hier wird. Titus, du wirst mir doch mal hier zum guten Kerl. Schockerklaue. Oh, das ist was für Riku. Allerdings ist Elektro, so wie das schon klingt, ist das Elektroschaden. Das bringt uns momentan nicht viel. Zumindest nicht gegen nicht Elektromonster. Monster. Viecher. Monster, die nicht empfindlich gegen Elektrizität sind. So stimmt's. Meine Fresse. So, wollen wir mal weitermachen. Ich bin wieder bei 36 Minuten. Meine Fresse. Wie die Zeit manchmal vergeht, ey. Wo kommen wir jetzt hin? Ne, wir kommen erstmal hier hin. Ich dachte, wir kommen jetzt schon in die Donnersteppe. Die kommt später erst. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. This way, my lady. This way. Me? Whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Twist our arms, don't you? Ah, I almost forgot. Ausrüstung umbauen. Oh, Riku, die Orbet gehören nun der Leibgarde an. Die Orbet gehört nun der Leibgarde an. Deswegen können Waffen, Rüstungen jetzt durch Umbauen verstärkt werden. Sehen wir uns an, wie dies funktioniert. Wir sind schon zur Hälfte mit dem Spiel durch, was natürlich nicht stimmt. Aber jetzt können wir erst Waffen umbauen. Okay, gucken wir mal. Man kann Ausrüstung umbauen, indem man Ability hinzufügt. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Verwenden Sie beim Umbau der diverse Items, um Ability mit ihrer Ausrüstung zu verbinden. Meine Fresse. Wählen Sie die Ausrüstung, die Sie umbauen möchten. Es gibt allerdings Ausrüstungen, die Sie nicht umbauen lassen. Ja, das weiß ich. Befindet sich in der Ability-Liste unten rechts ein freies Feld? Ist der Umbau möglich? Das heißt, kein Umbau ohne freie Felder. Ja, das kann ich mir schon mal denken. Es gibt auch Ausrüstungen, die sich trotz freier Felder nicht umbauen lassen. Nun? Wählen Sie die gewünschte Ausrüstung. Ja, eine Liste mit verfügbaren Ability öffnet sich. Rechts oben sehen Sie auch das Item, das benötigt wird. Links steht die Anzahl der Items, die sich im Inventar befinden. Rechts die Anzahl der Items, die nach dem Umbau übrig bleiben. Ein Umbau kostet die Items. Ach nee. Verfügen Sie nicht über die benötigte Menge, wird die Ability in Grau angezeigt. Ist mir klar. Und ist nicht anwählbar. Ist mir klar. Ja, ist mir auch klar. Haben Sie erstmal die Ability gewählt? Werden Sie gefragt, ob Sie sich ganz sicher sind? Ja, das ist nur selber noch. Mit Ja bestätigen Sie den Umbau. Ja, ist ja gut. Ab und zu kommt es vor, dass sich der Name der umgebauten Ausrüstung ändert. Ja, okay. Soll mir egal sein. So viel zum Umbau der Waffe. Der Ausrüstung. What would you do without me? Merkt ihr das gut, ja. Wenn ich die Items habe, dann kann ich das auch gut einsetzen. Das ist das Problem.
Hier. So, kann ich hier irgendwas... Schlafschutz? Trägt das gerade, Lulu? Nee, ich glaube nicht. So viel kostet das nicht. Schlafschutz-Z... Zauberabwehr... Bauen wir die beiden ein, so. Es gäbe noch... Autokur, Autokur. Autophönix. Bei Kampffähigkeit wird ein für einen Phönixfeder benutzt. Ja, passt eigentlich ganz gut. Schlafschutz und noch die Abwehr erhöht. Das ist eigentlich ganz cool. Die Klaue, was kann man da einbauen? Ne? Durchschauen. Durchleuchtet die Statuswerte des Pfeiles. Das ist eigentlich ganz cool. Was haben wir noch? Kraftwandler. Naja, gut, dazu müsste ich es aber. Gut, zu Tech, okay. Die Frage. Ich glaube, durchschauen ist mir lieber. Armschutz. Machen wir der Abwehr ein bisschen höher. Das ist jetzt Metallarm, okay, ist alles okay. Wechselspieler. Addiert Ability-Zettel zu. Das wäre mir eigentlich lieber. Ich möchte gerne Ability-Spheroiden ansammeln. Hier, den will ich gerne. So, ansonsten würde ich sagen, gehen wir uns erstmal irgendwie heilen. Ne? Komplett. Hochheilen. 42 Minuten. Bis wir den Speicherpunkt suchen, damit wir mal einen Cut machen können hier. Und da ist auch gleich einer. Speichern. So. Ich würde sagen, damit war es das hier auch schon wieder. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.